willkommen zu einer hoffentlich wunderschönen neuen Folge. War jetzt eben noch in Ingelheim, habe dort einen Radbagger geholt, einen A904, und bin jetzt hier schon in Sembach oben. Lade den A904 ab und diesen LH26, den lade ich auf. So viel mal dazu, der geht dann morgen früh, geht der nach Gehweiler rüber. Das mache ich jetzt mal und dann wird es für heute auch schon Feierabend sein. LH26. Ein Umschlagbagger. Den haben wir, wenn etwas höhere Gebäude und die Anfahrt mit einem Kettenbagger zu bescheiden ist, zu umständlich. Und dann fahren wir mit dem Ding hier hin. So, sitzt jetzt drin in dem Bagger. Ihr seht, der hat kein Lenkrad. Lenkung erfolgt hier über diesen Stick. Andere Richtung. Gut, machen wir später Ketten drum. Gerade mal gucken, die Blinker, die Pratzen alle oben sind. Die Pratzen sind die Abstützungen von dem Bagger. Vor mein Tiefbett habe ich zwei Platten gelegt. Der Bagger ist so tief, da muss ich aufbauen vorne dran, sonst bleibe ich an den Haken hängen vorne dran. Wir gleich sehen, ob das passt. Und ich muss aufmachen, sonst sehe ich nichts. Jetzt werden wir die Kamera nichts mehr sehen. Ne? Mal gucken, mal aus dem Sack hole. Sehe ich gleich, ob ich hier vorne drüber komme. Ich sehe es nicht, sondern ich merke es. Wenn ich es nämlich gleich macht, klonken, dann komme ich nicht drüber. Aber Baby, du siehst gut aus. Okay. Na, ein bisschen hat es geschliffen. Aber vorne sind wir schon drauf. Hinten ist es jetzt egal. Hinten geht es auch so. Okay, ist genauso breit wie das Bett. Thank you.
Achtung, das wird laut. Richtig laut. Oder auch nicht. So, mach das hier schnell fertig. Dann laufe ich nochmal außen rum. So, hab alles angeschlossen. Gucken, ob alles zu ist. Ja, sieht aus. Tiefbett steht auch gerade. Jetzt geht's nach Hause in den Feierabend. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Es ist Donnerstagmorgen. 6:30. Ich war gerade noch schnell tanken. Und jetzt, ich habe immer noch diesen LH26 geladen. Den fahren wir jetzt runter nach Gehrweiler. Ich bin jetzt hier in Gehrweiler, eben gerade mal zu Fuß hier vorgelaufen. Schon wieder eine bescheidene Sache, aber ich habe 4 Helfer dabei, was mich schon wieder positiv stimmt. Bitte in der hinten rechts gucken. Hinten rechts sehe ich nichts. Geht.
zurück! Zurück!
also 15.37 Uhr. Wenn mein Schornstein sauber ist, so halbwegs, dann geht's nach Hause. In den Feierabend. Ja, so. Brauchen wir noch mal kurz. Die Hüfte verzurren und auf geht's. Willkommen zurück. Es ist Freitagmorgen. 6.45 Uhr. Ich habe hier im Hof gerade eine Scherenheberbühne geladen. Und die muss ich jetzt nach Kaiserslautern bringen. Extremer Wind heute Morgen. Der natürlich auch noch kalt ist. So, mal gucken, mal abdampfen, wie das wird. Thank you.
dicke von den beiden, das ist der Rücklauf, und der dünne, das ist der Zulauf. ABS-Kabel. Das Bett liegt noch unten auf dem Boden. Ich hier die Schuhe etwas rein. Man kann das erkennen. Das hier ist immer der erste Hahn. Das ist die sogenannte Haustür. Damit kann's Öl rein. Das ist der zweite Hahn, damit kann das Öl wieder raus aus dem Kreislauf. Dieser Hahn ist für die beiden Dicken da unten, die den Hals hin und her schieben, drücken, ziehen, was auch immer. So. Damit geht das Öl da rein und damit geht das Öl wieder raus. Diese beiden Hebel sind für die Achsen hinten. Diese beiden Hebel braucht man eigentlich nur, wenn es Dolly dran ist. Dolly ist dieses Teil hier. Für so braucht man die eigentlich gar nicht. So, graue Hebel drücken und dann hebt sich das Bett hoch. Natürlich muss ich die Hydraulikpumpe einschalten, ne? Klauen. Moment. So, jetzt aber sich, das heißt, es kommt was. Wenn ich anhänge, hebe ich ziemlich aus und lasse dann wieder runter, dass auch das Öl überall hin kann, kommt. So, mal gucken. Vorne habe ich jetzt einen Druck von ca. 40 Bar, 50 Bar. Das heißt, ich müsste hinten an meiner Achsen ca. 1,10 Meter Höhe haben. Nehmen wir das gerade mal den Meter zur 1,10 Meter Höhe. Das ist die Fahrhöhe. Ja, hier bin ich sogar höher. Das haben wir. Ja, Moment. 1,13 Meter. Also kann ich noch etwas runterlassen. Denkdruck
dass da genügend Lenkdruck da ist. Die Fahrstellung ist so. Dann ist nur die Hähne oder die Ventile, wie gesagt, für diese beiden Zylinder, die sind dann offen, dass der Hals während der Fahrt arbeiten kann. Gut, das war's hier, die Fernbedienung noch raus. Klappe zu. So, jetzt ist sie zu. Jetzt fahre ich rüber nach Landau. So, 11.45 Uhr. Fahrzeit bis Landau reicht noch. Sofern kein Stau ist, Mautgerät, 8 Achsen. Upsala. Das passt. Bremse geht auch. Quietscht. Solange sie quietscht, weiß ich auch, dass es geht. Wie schon erwähnt, fahren wir jetzt rüber nach Landau, holen dort unseren KMC. Das Laden und das Entladen habe ich etwas expliziter gefilmt und werde darüber ein eigenes Filmchen machen. Ich hoffe, das ist okay. Dieses werdet ihr dann Freitag oder Samstag sehen. Ich werde diese Folge dann hier beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Und wie immer, über einen Daumen oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ist kein Muss, aber mich würde es trotzdem freuen. Und dann sehen wir uns beim Laden des KMCs. Macht's gut. Ciao.